Hallo liebe SeaWolves-Fans, ich freue mich, euch heute wieder begrüßen zu dürfen. Ich bin gerade in der Stadt unterwegs und treffe mich in genau 5 Minuten mit einem Basketballprofi in den Wallanlagen. Komm, wir beeilen uns mal. Basketballprofi sollte man ja nicht warten lassen. Michael Joos dürfte für die alteingesessenen SeaWolves-Fans kein neues Gesicht sein. Die Saison 2020-21 ist seine dritte hier bei den Wölfen und der 32-Jährige gilt mittlerweile als Seele des Teams. Der Power Forward ist defensiv ein wichtiger Teil der Mannschaft. Mit einer konstanten, kämpferischen Leistung in den vergangenen Saisons hat sich Mitch, wie Michael auch genannt wird, in die Herzen der Fans gespielt und gilt als 2,4 Meter großer Publikumsliebling. Hi Mitch, ich freue mich, dass du heute Zeit für mich gefunden hast. Ich habe gehört, du kommst ursprünglich aus Berlin, hast auch noch deine Freundin und deine Familie dort. Wie ist es denn für dich mittlerweile seit 3 Jahren hier in Rostock zu leben? Ja, macht mir Spaß. Also klar fehlt mir halt die Familie, so, ne? Aber das war für mich damals so ein Knackpunkt, als ich nach Rostock gekommen bin, dass die Familie trotzdem dicht an mir dran ist. So, ne? Berlin, sonst habe ich immer sehr weit im Süden gespielt. Da war es dann auch immer schwieriger, nach Hause zu fahren. Du bist ja quasi sowas wie the last man standing so in dieser Saison. Ihr habt extrem viele Neuzugänge, ja. Aus verschiedensten Ländern auch und aus verschiedenen Kulturen. So. Wie schaffst du das so, das Team als Kapitän so zusammenzubringen? Das ist eigentlich recht einfach, dadurch, dass alle komplett neu und ein kompletter Mischmasch ist, können sich nicht so schnell Grüppchen bilden, finde ich. Und dadurch sind alle halt neugierig, so hey, wo kommst du her, was machst du, wie ist deine Kultur? Wir sind jetzt schon öfters essen gegangen oder haben mal was außerhalb des Spielfelds gemacht, um einfach sich kennenzulernen. Und das macht dann halt einfach Bock, so auch die anderen Kulturen kennenzulernen. Und wie sieht es so aus, wenn so die ganzen Kulturen zusammen kurz vorm Spiel in der Umkleide sitzen und sich darauf vorbereiten, beziehungsweise danach, vielleicht sogar letzten Sonntag, so nach dem Sieg, ist da eine ausgelassene Stimmung bei euch? Wie kann ich mir das vorstellen? Ja, absolut. Also wir reden da auch in gefühlt 4, 5 Sprachen. Jeder sagt so halt seins und, ne? Und dann denkst du so, okay, was hat er jetzt gerade gesagt? Hat er mich jetzt beleidigt oder hat er sich jetzt gefreut? Also das ist einfach ein kompletter bunter Haufen und macht aber Spaß. Also. Cool, klingt sehr Multikulti auf jeden Fall. Was denkst du denn, schafft ihr es dieses Jahr vielleicht sogar in dieser gemischten neuen Konstellation in die Playoffs zu kommen? Das ist unser Ziel, klar. Aber wir sind jetzt noch ganz am Anfang. Das Team ist so gut halt komplett neu. So, ne? Du musst dich halt erstmal so, wie gesagt, eingrooven und gucken, Schwächen, Stärken, was mag der andere. Jeder hat auch so eine andere Spielkultur, zum Beispiel Bechnam hat in Asien letztes Jahr gespielt, ist halt komplett anderer Basketballstil. Nichtsdestotrotz müssen wir da jetzt irgendwie gucken, dass wir das irgendwie zusammen meistern. Und das Gute ist aber, die Jungs sind sehr offen für Neues und das, was wir hier machen wollen. Und da arbeiten wir dran. Meine erste Frage, die so ein bisschen in die persönliche Richtung geht, ist, was würde denn dein jetziges Ich deinem Ich vor 10 Jahren raten? Kümmere dich noch ein bisschen mehr um deinen Körper, ein bisschen mehr stretchen, einfach ein bisschen mehr aufpassen, weil früher war man einfach so mit 20 so, hey, gehst aufs Spielfeld, rennst los und hast 1000% Energie, aber jetzt halt mit 30 oder 32, da musst du halt schon ein bisschen mehr gucken, und bis du warm wirst. Und ja, das habe ich so ein bisschen gelernt, so hey, ein bisschen mehr auf den Körper achten. Wenn du jetzt quasi wie bei so einem Boxkampf so einen eigenen Song wählen dürftest, zu dem du alleine so reinlaufen würdest, was wäre so dein Song? Das ist schwierig. Da gibt es viele gute Songs, aber es wäre irgendwas mit, würden jetzt ein paar lachen, so, manche denken so, was ist das so, aber so Scooter fällt mir jetzt gerade direkt ein, so einfach. Wenn du als Tier wiedergeboren werden dürftest, als welches würdest du wiedergeboren werden? Ich glaube so ein Adler wäre schon ganz geil. Einfach fliegen. Einfach mega geil. So über Wasser, über die Wälder fliegen. Das ist genau meins. So, das wär. Zum Schluss möchte ich noch eine Frage stellen, die mich so persönlich interessiert. Habt ihr eigentlich ein striktes Alkoholverbot während der Saison? Also generell haben wir kein Alkoholverbot. Wir sind alt genug. Früher, als ich noch jung war, meine erste Pro-A-Saison hatte, da wurde halt uns schon gesagt, so, hey, pass auf mit dem Alkohol, weil wir sind halt jung, wollen auch Partys machen. Aber jetzt sind wir halt eine ältere Gruppe. Jeder weiß, wie viel genug ist. Generell so, was ist dein Lieblingsgetränk? Boah, seitdem ich in Rostock bin, eine Rhabarberschorle. Also ich würde dich quasi auf eine Rhabarberschorle einladen. Ja. Ich habe gleich ein kleines Rätsel vorbereitet. Wenn du es nicht schaffst,
würde ich sagen, als Wetteinsatz gehen wir beide, wir treffen uns nochmal und gehen 15 Minuten auf dem Instagram-Account der Rostock Seawolves live und beantworten im Livestream die Fragen der Fans. Okay, können wir machen. Ja. Bist du dabei? Ja. Also ich habe jetzt mal was vorbereitet und der liebe Mitch darf 3 Striche und einen Punkt machen, damit ein Auto entsteht. Ja, das ist jetzt die Variante von Mitch eines Autos. Das war Kenji. Kenji hat das gemalt. Ihr könnt ja mal entscheiden, liebes Kamerateam, sieht das für euch nach einem Auto aus? Dann würde ich sagen, die Wette ist leider verloren, lieber Mitch. Ich freue mich aber trotzdem, mit dir bald live gehen zu dürfen auf dem Instagram-Kanal der Rostock Seawolves. Ja.